Damen und Herren, hören Sie das Rauschen der Palmen im Wind? Riechen Sie exotische Blüten? Kitzelt Sie schon die Meeresbrandung an den Füßen? Ja? Und haben sich bei der Nusswahl vielleicht für Kokos entschieden? Gut, richtig so. Denn, meine Damen und Herren, Hawaii, das ist der Name der Stunde. Jawohl. Unsere heutige Operette ist die Perle der Südsee bereits seit 30 Jahren von den USA besetzt. Auf Hawaii lauter Amerikaner, wo man nur hinschaut. Also nichts gegen einen feschen Matrosen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich liebe nämlich Uniformen. Aber 30 Jahre, meine Damen und Herren, von der ehemals großartigen hawaiianischen Prinzenfamilie, Königsfamilie, ist nicht mehr viel übrig. Prinzessin Laia, auch genannt Prinzessin Laia die Letzte, erhielt von den Amerikanern eine großzügige Summe von 9 Millionen Dollar und genießt das mondäne Leben in Paris. Und dann gibt es noch Prinz Lilo Taro. Er wurde Laia schon im Kindesalter als Gatte versprochen. Keine Angst, sind keine Geschwister. Doch er floh vor seinen Verpflichtungen und abenteuerte sich als fröhlicher Junggeselle durch die Weltmeere. Bis heute. Denn just heute kehrt er als gereifterer Mann nach Hawaii zurück. Tja, meine Damen und Herren, und wer erzählt Ihnen das gerade? Wer eröffnet Ihnen diesen kuschelig samtenen Abend in der komischen Oper? Nein, keine Figur aus dieser Operette. Es bin nur ich, Fräulein Andrea Schneider. Dankeschön. Nicht klatschen, nicht klatschen. Spenden Sie lieber für einen guten Zweck. Danke. Also ich bin nur bescheidene Zaungästin, Gästin so mancher Produktion hier am Haus und Operettenliebhaberin, ja? Also ich werde eine Art Puppenspielerin sein und ich werde die Fäden dieses überbordenden Librettos in den Händen halten und versuchen, sie für sie zu entwirren. Ja? Beginnen wir. Also, Prinz Lilo Taro hat sich jedenfalls angekündigt. Aber auch die amerikanischen Besatzer, vor allem in Person von Governor Lloyd Harrison, haben von der nahen Ankunft Wind bekommen. Und der hat Pläne. Er lässt schleunig seine Nichte Miss Bessie Worthington anreisen. Sie soll am besten Prinz Lilo Taro heiraten, eingefädelt wie dieses Manöver von John Buffy, dem Sekretär des Gouverneurs. Blöd nur, dass Buffy bereits selbst ein Auge auf Miss Bessie geworfen hat. Also Buffy, warum sollte ich noch mal so knallauffall nach Hawaii reisen? Ihr Onkel hat die Absicht, sie zu verheiraten. Und das nennt er eine dringende Angelegenheit? Weiß er denn überhaupt, was ich brauche? Nun, ich hoffe, dass ich bald weiß, was Sie so brauchen. Ich sage es Ihnen, Buffy. Ein Mann, wie ich ihn mir vorstelle, der muss wie ein Cocktail sein. Ein bisschen süß, ein bisschen bitter, ein bisschen anständig, ein bisschen verrucht, ein bisschen intelligent und ein bisschen blöd. Ha, kurzum, die richtige Mischung. Der Mann, der mich will frei, muss wie ein Cocktail sein. Cocktail. Ein bisschen süß und bitter. Und bitter. Weil ich das gerne mag. Der Gatte meiner Wahl, sei zärtlich und brutal, halb Brownie und halb Ritter, hol ich dann gerne so. My little boy, ich bleib dir treu, ich will in deinen starken Händen happy enden. My little boy, wie ich mich freu, und wenn du darfst mich küssen, ich brauch zum Glück, ich soll ich noch nur dich. In der Westminster Bar, wo ich fast täglich war,
da trinkt man zur Erfrischung Gin mit Worcester Sauce. Man hat von mir den Tipp, drum heißt er Buffy Flip. Trink eine diese Mischung, dann leg sofort sie los. Oh yes, my little boy, ich bleib dir treu. Ich will in deinen starken Händen Happy End, my little boy, wie ich mich freu. Komm her, du darfst mich küssen, ich brauch zum Glück nicht sein. Doch nur dich allein bist nur einmal mein Darling. Musst du was vom Küssen wissen, my little boy, ich bleib dir treu. Komm her, du darfst mich küssen. Musik. John Buffy sich zumindest bei der Hälfte der Cocktailzutaten Hoffnung auf eine baldige Verlobung mit Miss Bessie macht, erreicht Prinz Lilotaro unter großem Rummel und großem Schiff seine Heimat. Prinz Lilotaro, ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Haben Sie wirklich in Amerika studiert? Sind Sie denn noch ledig? Sind Sie wirklich der letzte Prinz von Hawaii? Tanzen Sie lieber Foxtrot oder Tango? Meine reizende Dame, so viele Fragen auf einmal. Ich will sie gerne alle beantworten. Ach, wirklich, das ist so toll. Vor meinem Haus am Silbersee, da blüht ein Mangobaum. Ein Wahnsinn. In meinem Haus am Silbersee träum ich den Tango dran. Ich wusste es. Ein Paradies am Meeresstrand, das ist mein Heimatland. Es duftet süß, ein buntes Meer von Blüten. Was Lilotaro noch nicht weiß, Sie und ich aber jetzt schon. Prinzessin Laia, eben die Prinzessin Laia, die letztes ebenfalls in ihre Heimat zurückgekehrt. Auf den Dampfer Gladstone erreicht sie Honolulu und schickt folgende Nachricht. Prinz, für Sie. Heute Nacht, wenn sich die Wunderblüte der Paloma-Rose erschließt, wird Laia bei euch sein. Das Siegel der hawaiianischen Fürsten. Nicht die Königin ist es, die ich ersehne. Meine Frau, Laia, ist es. Viele, viele Jahre sind vergangen seither. Doch sehe ich sie noch deutlich vor mir. Laia. Meine Braut! Blume von Hawaii.
Ringlein aus Gold sollst du tragen, sollst nach keinem anderen fragen, du schöne Blume von Hawaii. Mein Herz ist ewig da. Suzanne Provence mit ihrem berühmten Bühnenpartner. Jeder kennt uns gut. Wir kommen aus Hollywood. Ich freue mich, Suzanne. Joker G. In Los Angeles. Kennt jeder den Jimmy Jazz? Kennt jeder Suzanne? Joker G. Und bringen die Broadway-Schlager direkt übers Meer. Wir singen zu Jazzband und steppen dazu und haben auch heute am Lager den neuesten Clou. Das ist der King Fox, Jimmy Box. How do you do? Quick Fox, Quick Box. How do you do? Wir singen zu Jazzband im Folie Berger und bringen die Broadway-Schlager. Was wollen die mehr? Bei der Paramount, da waren die sehr erstaunt. Was wollen sie sagen? Der Joker G. Das macht ihnen gerade nach. Bleibt Freunde zusammen. Der Joker G. Sie hat den Schick, ich hab den Stil. Das, was ich klasse nenne. Ich hab den Sex, sie den Appeal. Ladies and Gentlemen. Selten ein Scharnier. Da gibt es kein Relativ. Bleibt Freunde zusammen. Joker G. Wir singen zur Jazzband im Folie Berger und bringen die Broadway-Schlager direkt übers Meer. Wir singen zur Jazzband und steppen dazu und haben auch heute am Lager den neuesten Clou. Das ist der Jimmy Fox, Jimmy Fox. How do you do? Quick Fox, Quick Fox. How do you do? Wir singen zur Jazzband im Folie Berger und bringen die Broadway-Schlager. Was wollen Sie mehr? Prinzessin Laia hat sich äußerst raffiniert verhalten. Sie will nicht erkannt werden und erscheint in Honolulu als der berühmte Weltstar Suzanne Provence. Den gibt es übrigens wirklich, aber dazu kommen wir später, meine Damen und Herren. Im Schlepptau hat sie ihren Bühnenpartner. Ihren berühmten Bühnenpartner. Der ist so berühmt, dass mir sein Name jetzt nicht einfällt. Moment mal, ich hab's gleich. Ah, ich hab's. Joker Tim. Jim. Jim? Jim. Darauf einen Gin Tonic. Der berühmt-berüchtigte jüdisch-amerikanische Jazzsänger, direkt aus Williamsburg, New York City. Mit einem Fuß im Broadway, den zweiten in der Synagoge, den dritten im Nachtlokal. Showtime! Psst. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Als gäbe es mit Bessie, Buffy, Laia und Lilo Taro nicht schon genug Liebesverwirrung, hat sich an Bord der Gladstone auch noch der Kapitän in die vermeintliche Suzanne Provence verguckt. Captain Reginald Harold Stone.
Können Sie mir das bitte abnehmen? Schauen Sie nur, meine Damen und Herren, dieses Lächeln, diese Statur, diese Uniform. Sie kennen ja meine Schwäche. Ach, wäre ich eine Figur in dieser Operette, ich würde ordentlich in dem Liebesreigen mitmischen. Aber nein, ich bin real und er nur Fiktion. Genug, genug. Nein, 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 nicht klatschen, nicht klatschen. Für den guten Zweck spenden, erinnern Sie sich. Bevor sich Mr. Uniform, Captain Stone, um die schöne Suzanne kümmern kann, eilt er mit wichtigen Informationen zum Gouverneur. Schon auf der Reise erreicht ihn nämlich ein Telegramm, dass sich womöglich Prinzessin Laia unter den Passagieren befinden könnte. Doch in Honolulu steht erstmal Wichtigeres an. Eine Gartenparty beim Gouverneur, zu der auch das angehimmelte Fräulein Suzanne geladen ist. Niemals, wirklich niemals, könnte es sich bei jedem Fräulein um die gesuchte Prinzessin handeln. Freuen Sie sich wirklich, mich wiederzusehen? Ich freue mich wirklich, Sie wiederzusehen. Sie waren auf der Reise so liebenswürdig, so galant. War es nicht schön, als wir abends die Sterne zählten? Ach, es war traumhaft schön. Ich blickte in den Himmel. Und ich in Ihre Augen. Was übrigens dasselbe ist. Lautlos glitt der Dampfer übers dunkle blaue Meer, fast wie ein Traum im Weltenraum, es lockt Musik. Leise klingt vom Deining mein Boston Sehnsucht schwer, rings um uns her ein ganzer Ozean von Glück. Schmeichelnde Südwind umspült meine Wange, sagen mir, du bist mein.
Ich bin begeistert, meine Damen und Herren. Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, aber ich muss. Nach diesem zugegebenermaßen sehr romantischen Zusammentreffen verlässt Suzanne-Provence vorerst das Fest unter fadenscheinigen Gründen. Aber die Party hat ja noch andere Prominenz zu bieten, nämlich den berühmten Minnesänger. Jazzsänger. Diese zwei Genres verwechsle ich immer. Den berühmten Jazzsänger Joker Tim. Jim. Darauf noch einen Gin Tonic, meine Damen und Jawohl. Herren. Jedenfalls trifft dieser enorm berühmte Jazzsänger auf die Gouverneursnichte und Prinzenverehrerin Miss Bessie Worthington. Miss Bessie Worthington, der Abend kommt in Fahrt und so auch ich. Ich kenne mich. Donnerwetter, sind Sie aber temperamentvoll. Ich lebe nur nach 12 Uhr, dann beginnt erst meine Tour. Das liegt so im Blut mir. Nachtlokal, voller Saal, Donnerwetter noch einmal. Ja, das schmeckt so gut mir. Ich muss Mädeln sehen, flotte, hotte Mädeln sehen, dann vergeht mir die Zeit. Ich muss Mädeln sehen, süße, schlanke Mädeln sehen, dann erst bin ich bereit. Denn meine einzige Leidenschaft sind Seidenstrümpfe fein. Doch in den Strümpfen muss auch etwas drinnen sein. Ach Kinder, ich muss Mädeln sehen, flotte, hotte Mädeln sehen, dann vergeht mir die Zeit. Jeder Mann möchte gerne ran, schaut sich alle Mädchen an, hätt da gern einen Partner. Lieb so heiß, wie man weiß, alle Frauen dutzend weiß, fühlt ihn nicht an Waren. Er muss Mädchen sehen, flotte, hotte Mädchen sehen, dann vergeht ihm die Zeit. Er muss Mädchen sehen, süße, schlanke Mädchen sehen, dann ist er alright. Denn seine einzige Leidenschaft sind seine Strümpfe fein. Doch in den Strümpfen muss auch etwas drinnen sein. Ach Kinder, ihr müsst Mädchen sehen, flotte, hotte Mädchen sehen, dann vergeht ihm die Zeit. Ich muss Mädchen sehen, flotte, hotte Mädchen sehen, dann vergeht mir die Zeit. Ich muss Mädchen sehen, süße, schlanke Mädchen sehen, dann erst bin ich alright. Denn meine einzige Leidenschaft sind seine Strümpfe fein. Doch in den Strümpfen muss auch etwas drinnen sein. Ach Kinder, ich muss Mädchen sehen, flotte, hotte Mädchen sehen, dann vergeht mir die Zeit. Schatz! Süße, schlanke Mädels, einen ganzen Harem, tu nicht gut, Tim, das sollte ihr Name sein. Jim! Ich brauche dringend noch einen Gin Tonic. Oh Gott, was sehe ich da? Die schöne Raka, Unschuldslampe unter dem unschuldigen Hawaii-Lämmern, geht ihm auf den Leim. Zum Grüt, also zum Glück meine ich natürlich, lesen sollte man können, steht das Finale der Gartenparty an und auf dieser soll uns Suzanne Provence alias Prinzessin Laia auf den ebenfalls geladenen Prinz Lotaro treffen. Und wenn mich meine fünf Operettensinne nicht im Stich lassen, riecht es hier nach ordentlicher Wiedersehensromantik. Lotaro, heute ist ganz Hawaii froh. Galeo Caro,
ein Paradies am Meeresstrand. Das ist mein Heimatland. Esse du Fels, Laia spürt, welcher Mann so fremd und doch so nah sie auf der Party um den ersten Tanz gebeten hat. Es ist Prinz Lilotaro, der ihr die früheste Kindheitserinnerung ins Gedächtnis ruft. Und auch Taro hat längst in der Verkleidung der Suzanne Provence seine Liebe aus Kindheitstagen entdeckt. Darf ich um den nächsten Tanz bitten, Fräulein Suzanne Provence? Ich unterbreche, aber die Dame, die vor Ihnen steht, ist nicht Suzanne Provence, sondern Prinzessin Laia, meine Braut. Volk von Hawaii, begrüße deine Königin. Volk von Hawaii, jetzt bist du frei. Ideale Moment gekommen, um den fantastisch hawaiianisch aufspielenden Orchester der Komischen Oper von Berlin zu danken. Aloha, meine Damen und Herren!
Und ihm will ich die Welt zu Füßen legen, des Orchesters sicherer Pilot, Kuhn Schrautz. Also, meine Damen und Herren, wir haben es geschafft. Den ersten Akt haben wir es hinter uns. Geht's Ihnen noch gut? Ja? Also, mir geht es mit Ihnen wunderbar, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie da sind und dass Sie heute an diesem regnerischen Abend hierher den Weg gefunden haben. Bei mir helfen natürlich auch einige Gin Tonics bei diesem Abend, das kann ich Ihnen versichern. Also, Sie merken schon jede Menge Drama in dieser Jazz-Operette von Paul Abraham. Gut, also wo sind wir jetzt? Was ist der Status quo? Prinzessin Laia steht zwischen zwei Männern. Ich kann mir schlechtere Momente im Leben vorstellen. Aber wie steht es eigentlich um Hawaii? Das fesche hawaiianische Mädchen Raka nimmt Joker Jim! Absolut. Mit auf eine kleine Erkundungstour im Foxtrott-Rhythmus. Auf der schönen Südseeinsel muss man nicht um Liebe winseln. Von oben regnet's Kokosnüsse, von der Seite süße Küsse. Rechts Hawaii, links Hawaii, rings Hawaii, Hawaii, Hawaii. Letzter Schrei ist die Weisung. Mit uns den Fashion. Hula, 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 rechts Hawaii, links Hawaii, rings Hawaii, Hawaii, Hawaii. In der Papaya brennt ein Feuer. Lecker schmeckt sie, ist nicht teuer. Mischt uns erst mit drei Glas Whisky, wird das Leben richtig risky. Rechts Hawaii, links Hawaii, rings Hawaii, Hawaii, Hawaii. Letzte Schrei ist die Weisung, Hawaii, Hawaii, Hawaii. Sogar der alte König Amamoa, er tanzt mit uns den Fashion. La 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 la. Bei Jim und Raka ist das Liebesfeuer offenbar sehr, sehr doll übergesprungen. Oh, la 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 la. Ja, und Lilo Taro sind da noch nicht ganz so weit. Einander versprochen und auch nicht abgeneigt. Laia ist verwirrt in ihren Gefühlen, will aber ihr Volk nicht im Stich lassen. Lilo Taro bietet ihr nobel an, sie erst zu heiraten, sie und die Heimat danach zu verlassen, um auf einem Kanu in den ewigen Frühling zu reisen. Jedenfalls wirst du mich nie wiedersehen. Ich liebe dich so sehr, dass ich alles für dich tun kann. Deine Augen, dunkle Sterne, blicken sehnend in die Ferne. Lass mich einsam sein, wenn ich leide. Es wird besser sein für uns beide. Komm nicht küssen ohne Liebe.
nicht besser, wenn ich gehe. Es hakt, meine Damen und Herren, bei den beiden, es hakt. Und auch bei der Gouverneursnichte Bessie und dem Sekretär John Buffy läuft das noch etwas holprig. Bessie konnte zwar beim Prinzen nicht landen, rechnet sich aber noch beste Chancen auf den Fashion Captain Stone aus. Und so muss Buffy sich ein weiteres Mal beweisen. Go, Buffy! Miss Bessie, habe ich Ihnen schon erzählt, dass auch ich ein ganz gefährlicher Don Juan sein soll? Sagen Sie bloß. Man erzählt die unglaublichsten Sachen über meine Junggesellenwohnung. Buffy, was muss ich hören? Ich besitze die wertvollste Pyjama-Sammlung der Welt. 365 Stück an der Zahl. Für jeden Tag einen. Und was machen Sie im Schaltjahr? Sie meinen am 29. Februar. Aber Miss Bess, ich habe noch ganz andere Dinge zu bieten. Wirklich? Meine kleinen, netten Garçonniere, da gibt es Sekt, Bonbons und auch Likör. Ein Tischchen grad für zwei und sonst noch allerlei und eine allerliebste Spielerei. Ich hab ein Divan-Hübchen, süß und herzlich wie du. Genau wie du. Genau. Das hat ein kleines, 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 goldenes Schuh. Genau wie du. Genau. Das hat so schöne weiße Zähne und im Auge die falschen Tränen und im Herzen Sägespäne, so wie du. Wenn man sie niederlegt, hat sie die Augen zu. Whiteman, Dario Schwela und Jack Hilton. Spielt schon das Grammophon im kleinen Teesalon. Es singt sogar der Richard Tauber schon. Ich hab ein Divan-Püppchen, süß und herzlich wie du. Du, du. Genau wie du. Du, du, du. Genau wie du. Du, du, du. Das hat ein Seidenkleid und kleine goldene Schuhe. Schuh, Schuh. Genau wie du. Du, du, du. Genau wie du. So schöne weiße Zähne und im Auge die falsche Träne und im Herzen Sägespäne. Wenn man sie niederlegt, macht sie die Augen zu.
Herren, das ist es. Lassen Sie Ihren Porsche gleich in der Garage. Ihr Segelboot können Sie mir überlassen. Die teure Rolex am Eingang abhin. Ein Divan-Püppchen brauchen Sie, um bei Ihren Angebeteten zu punkten. Was auch immer diese Librettisten sich dabei gedacht haben, Sie brauchen dringend eins. Also überprüfen Sie noch einmal Ihre Wunschliste an den Weihnachtsmann, nicht wahr? So. Kommen wir nun zu Captain Reginald Harold Stone. Vertrauensvoller Führer der Gladstone, Navigator in den Gefilden der Sehnsucht, liebender Mann in Uniform. Ah. Sie erinnern sich vielleicht, nachdem Captain Stone sich vom Schock erholt hat, dass die angehimmelte Suzanne Provence gar nicht die echte Suzanne Provence war, sondern niemand anderes als Prinzessin Laia, findet dieser Mann seine Stimme ihr gegenüber wieder. Laia, ich schmeiße alles für Sie hin. Fliehen Sie mit mir. Wenn ich jetzt mit Ihnen ginge, wäre das ein großer Schmerz für einen, der das nicht verdient. Fühlst du nicht, ahnst du nicht, dass ich vergehe ohne dich? Liebste Mein Name,
Auf der Startnummer 14, Joker Tim. Oh, Jim! Tonic! Rampenlicht, Podium, Publikum ringsherum, das ist meine Welt. Im Programm alles neu, Lichtreklame überall, das bringt wahres Geld. Und in den Logen rings der Damen schöner vor. Und zum Banjo brummt ein Männerchor. Vorhang auf, leiser Gong, ich steh da und mein Song schmeichelt sich ins Ohr. My golden baby, my beautiful baby, my darling, my sweetheart, my song is for you. Du bist mein Sunshine, du bist meine Lady, my beautiful baby, mein Herz ist für dich. Bist meines Herzens Pearl, wonderful Pearl, du bist mein süßes Sunny. Song is for you. Miss Bessie! Großer Mann, zarte Frau, ja, das passt ganz genau. Wie ist das fein? Er sagt, oh, sie sagt, ach, er ist stark, sie ist schwach. So soll es Kind sein, denn jede schwache Frau, sie liebt den starken Mann, weil er sie auf Hände tragen kann. Welche Lust, welches Glück, er ist dünn, sie ist dick, drum fängt gleich er an. My golden baby, my beautiful baby, sweetheart, my song is for you. Du bist mein Sunshine, du bist meine Lady, my beautiful baby, mein Herz ist für you. Du bist meines Herzens Pearl, wonderful Pearl, du bist mein süßes Sunny Girl, my golden baby, my beautiful baby, my darling, my sweetheart, my song is for you. Empfange deine Königin! Hallo!
deine Ahnen. Laia und Taro, ich erneuere euren Bund. Sage mir, ob du Lilotaro angehören willst fürs ganze Leben. Frage dein Herz noch einmal, frage dein Herz noch einmal. Hör, was es spricht, sagt es dir nicht, ja. Flammt nicht dein Blut in heißer, sonniger Glut, sagt es nicht. Dein will ich sein, dein will ich sein. Mein Herz zeigt mir den Weg, um glücklich zu sein. Denn wo das Glück ruht, weiß dein Herz nur allein. Oh, frage dein Herz noch einmal, frage dein Herz noch einmal, ruf es nicht ja. Die Hochzeitsfeierlichkeiten werden abrupt unterbrochen, als der Gouverneur Lloyd Harrison die Szenerie betritt. Entschuldigung, aber wer ist jetzt noch mal genau Gouverneur Lloyd Harrison? Ja, da hat es leider am Budget gefehlt. Sie müssen wissen, ich war sehr teuer. Aber ich werde für einige Sekunden diese Rolle übernehmen. Ja, brava. Laia, Sie müssen wissen, Ihr Plan ist undurchführbar. Ich biete Ihnen einen unkomplizierten Rückzug, wenn Sie dieses Dokument hier unterschreiben. Ich verzichte hiermit für alle Zeit auf alle Hoheitsrechte und den Thron von Hawaii. Und ich verpflichte mich, Hawaii sofort zu verlassen. Niemals. Dann bleibt mir nichts anderes übrig. Captain Stone, nehmen Sie sie fest. Ich kann nicht. Stone, tun Sie Ihre Pflicht. Ich kann nicht. Und ich will nicht. Ich werde diese Dame niemals ins Gefängnis bringen. Niemals! Ja, Kameraden, ich kenne die Folgen. Meine Liebe, ein kurzer Traum. Meine Karriere, beim Teufel. Und ich, macht doch mit mir, was ihr wollt. Oh ja! Na Jungs, Kopf hoch! Muss ich sie eben ausziehen, die Uniform. Endlich! Wo es Mädels gab, Kameraden, fühlte ich einstens mich überall zu Haus. Manche liebliche Maid ruht für kurze Zeit in meinen Armen sich aus. Aber eine kam Kameraden, die herrlichste war, die's gibt. Da kannte ich nicht die Soldatenpflicht, denn die eine hab ich geliebt. Laia kann den Gedanken, dass Stone für sie seine Karriere opfern will, kaum ertragen. Aus Liebe zu ihm unterschreibt sie nun doch die Abdankungsurkunde und verzichtet auf alle Hoheitsrechte ihrer Heimat. Sie unterschrieb, weil sie ihren geliebten Stone retten wollte. Lilotaro wendet sich enttäuscht ab. Sein Blumenboot führt ihn hinaus in den ewigen Frühling. Hä? Ein Paradies am Meeresstrand. Wohl mein Heimatland. Es duftet süß, ein buntes Meer, von Blüten rings umher. Ah,
Laia ist gefangen in ihren Gefühlen. Lilo Taro oder Stone? Wer liebt sie mehr? Und vor allem, wen liebt sie mehr? Lilo Taro! Aber Stone wollte seine Karriere opfern. Lilo Taro opfert sein Leben. Sein Leben? Wenn in diesem Lande ein Lebender sagt, er geht in den ewigen Frühling, dann heißt das... Meine Damen und Herren, Vorhang auf in Monte Carlo. Wir lassen die Südsee und die schwingenden Klänge der Hawaii-Gitarre hinter uns. Ich hoffe, Sie haben es sich nicht zu gemütlich gemacht und schaffen den Sprung an die Mittelmeerküste. Wir befinden uns jetzt in einem Luxushotel an der monegassischen Riviera. Tanzsaal, Champagnerlogen, goldene Sessel. Alle Protagonisten, also fast alle Protagonisten aus Akt 1 und 2, haben sich nun hier versammelt. Denn nach den dramatischen Szenen rund um die zugegebenermaßen sehr verunglückte Krönung hielt es niemand mehr auf der Insel aus. Und so sitzen sie alle bei überteuerten Champagner, harrend der Hoffnung auf ein Happy End. Nur lachen! Hast du eine lieb? Nur lachen! Frag sie nicht! Lag sie nicht! Immer sei froh! Ist sie dir nicht treu? Nur lachen! Alles geht vorbei! Nur lachen! Halt dich stramm ans Programm! Und das ist so! Wir wollen lustig sein! Lustig sein! Denn das kostet kein Geld! Wir wollen lustig sein! Lustig sein! Weil das uns hier gefällt! Ja, warum denn sollen wir traurig sein? Wird uns schöner die Welt! Wir wollen lustig sein! Lustig sein! Denn das kostet kein Geld! Meine Damen und Herren, es ist Zeit für einen Slow Fox. Blühende Wangen, glänzendes Haar, großes Saxophon. Kennt ihr mich nicht, dort aus der Bar? Applaus ist mein Lohn. Doch im Salon oder beim Lunch weicht mir jeder aus. Zähl ja nicht voll, bin ja kein Mensch, ich bin nur ein Joker, bin nur ein Genie, zieh durch die Welt, singe für Money, tanze für Geld, I'm
werd ich niemals mehr sehen. Du, 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 du. Dort in Missouri kenn ich ein Haus, so warme Augen schauen heraus. Mama, wann werd ich wieder dich sehen? Bin nur ein Sänger und kein reicher Mann. Gib mir die Hand. Aber die Ladies finden mich pikant, interessant. Bin nur ein Chini, zieh durch die Welt, singe für Money, tanze für Geld. Heimat, dich werd ich niemals mehr sehen. Du, 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 du. Dort in Missouri kenn ich ein Haus, so warme Augen schauen heraus. Mama, wann werd ich wieder dich sehen? Bin nur ein Sänger und kein reicher Mann. Gib mir die Hand. Aber die Ladies finden mich pikant, Meine Damen und Herren, Auftritt Suzanne Provence. Die gibt es nämlich wirklich, wie schon eingangs erwähnt. Ja, es gibt die echte Suzanne Provence. Leia hat sich die echte Suzanne Provence nur ausgeliehen, inkognito. Und Suzanne Provence wird übrigens von ein und derselben Sängerin gesungen. Aber ich denke, Sie werden diese Abstraktion schon schaffen, meine Damen und Herren. Das traue ich Ihnen wirklich eindeutig zu. Und da ist sie jetzt. Die einzige, die wahre Suzanne Provence. Ich glaube, ich muss das noch einmal wiederholen. Da ist sie jetzt, die einzige, die wahre Suzanne Provence. Je viens, je viens, je viens. Je viens. Bonsoir, bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir, messieurs. Merci bien, merci mille fois. Ils ingantent cette succès, très jolie réception. Manusenier Gibben, ein glas champagne. Ils ingluent de Vesuf. Meine ganze Innerlichkeit en enflammir. Bitte sehr, mademoiselle. Champagne. Très joli. Da bekomme ich, wie sagt man, eine Schwipse. Aber nur ein ganz petit kleine. Niemals war ich so gut aufgelegt. So angenehm erregt. Jamais, jamais. Ah, heute hab ich ein Schwipsel, ein Schwipsel, ein Schwipsel von Liebe und von Sekt. Weil mir der Champagne, Champagne, Champagne und Küsse so gut schmeckten. Heute dreht sich alles im Saal. Heute möchte ich küssen einmal. Heute hab
käme jetzt ein hübscher junger Mann mir in die Nähe. Glaube, dass ich euch nicht sagen kann. Jeanne, Jeanne. Sie erinnern sich noch an den getreuen Mr. Uniform, Captain Stone, meinen Schwarm? Zu Beginn hat er sich ja in die falsche Suzanne Provence verguckt und in die echte Prinzessin Laia schließlich verliebt. Nun steht er vor der leibhaftigen Suzanne. Er ist sichtlich verwirrt, aber auch angetan. Niemals, wirklich niemals, wird sich sein Fähnchen im Wind drehen. Oder? Ich möchte Ihnen etwas sagen, etwas, was ich noch nie einer anderen Dame gesagt habe. Siehe die Welt zu Füßen legen. Nicht nötig. Geben mir lieber einen Brillantring. Also, da haben sich zwei gefunden. Captain Stone ist versorgt. Wen haben wir denn dann noch? Ah ja, Joker Jim ist nicht allein nach Monte Carlo gereist. Mit ihm kommt ein Stück Hawaii in Person der bezaubernden Raka. Ja, ja, er scheint der Richtige für sie zu sein. Was könnte man sich in diesen Zeiten Sichereres vorstellen als einen solo-selbstständigen Sänger als Gatten? Nachdem nun Captain Stone glücklich bei der richtigen Suzanne Provence untergekommen ist, hat sich diese Hoffnung auch für Bessie zerschlagen. In Anbetracht fehlender Alternativen wird ihr bewusst, was sie an ihrem Buffy hat. Und ganz ehrlich, wer könnte einem Mann widerstehen, der 365 Pyjamas besitzt, meine Damen und Herren? Fehlt nur noch Laia. Arme Laia. Ihre große Liebe verschollen, Querstrich, wahrscheinlich tot. Was sie noch nicht weiß, sie und ich aber jetzt schon, als Lilo Taro bereits viele Meilen vor Hawaii bewusstlos in seinem Kanu treibt, findet ihn niemand Geringeres als mein Schwarm Captain Stone. Der fasst sich ein Herz und Taro an der Blumenkette und rettet dem einstigen Rivalen das Leben. Ah. Lilo Taro wird bewusst, welch Verlust Laias Abschied für ihn bedeutete und so will er nun endlich seine Laia für sich gewinnen. Traumschöne Perle der Südsee, meine Heimat. Es glüht wie die Sonne der Südsee. Yeah.
Und nun endlich, meine Damen und Herren, endlich nach 50 Musiknummern, einem 157 starken Mann- und Frau-Orchester, zig Hauptfiguren, etlichen Perücken, ganz vielen Gin Tonics, endlich, endlich das Happy End!